Sinn und Ginon haben ganz ähnliche Stahlbänder und trotzdem gibt es im Detail deutliche Unterschiede. Ich zeige dir heute, welche das sind. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Heute zeige ich dir drei Stahlbänder und zwar einmal habe ich hier meine Ginon Flight Engineer. Dann habe ich hier meine Sinn UX und meine Sinn 103 STSA. Alle drei haben das zweigliedrige Stahlband und ich werde dir zeigen, wo die Unterschiede sind, wo sie Gemeinsamkeiten haben und was mir besser gefällt. Hier ist mein Setup, links die Sinn 103 STSA, meine allererste Uhr, die ich von Sinn hatte. Ich mag sie wirklich sehr, sehr gerne und ich habe sie deshalb genommen, weil die Endlinks mit der Flight Engineer vergleichbar sind, die Bearbeitung des Bandes eher nicht. Hier habe ich die Flight Engineer, die die gleichen Endlinks hat, beziehungsweise vergleichbare Endlinks wie die Sinn 103. Die Bearbeitung des Bandes ist perlgestrahlt und damit das vergleichbar ist, habe ich dann als dritten Kandidaten meine Sinn UX genommen, die ebenfalls ein perlgestrahltes Gehäuse und ein perlgestrahltes Band hat. Ich denke, auf diese Art und Weise kann ich die Bänder am besten vergleichen. Aber lasst uns zuallererst einmal einen Blick auf die Anschlussstücke, die Endlinks werfen, denn hier finde ich, gibt es doch deutliche Unterschiede, nicht unbedingt zwischen Sinn und Ginon, aber zwischen den beiden Sinnuhren. Ja, bei der 103 kann man ganz gut sehen, dass die Hörner ein gerades, flaches Ende haben, die Endlinks aber abgerundet sind, was dazu führt, dass die Hörner am Ende ganz leicht über das Endlink oder das Endstück überstehen und die Endstücke selber im Radius, in der Kurve, in der Länge ein klein wenig über das Horn überstehen. Das gleiche zeigt sich auch bei der Ginon. Auch hier sind die Hörner am Ende ein klein wenig höher als das Endstück und das Endstück steht etwas über das Horn über. Das ist bei der UX so nicht gegeben, weil hier die Hornform etwas anders ist. Im Verlauf des Videos werdet ihr das sehr deutlich sehen. Hier nochmal die 103 mit den geraden Hörnern und auch da steht das Endstück ein klein wenig über. Das ist übrigens bei allen Sinnuhren und auch, ich denke, bei allen Ginon-Uhren dieser Bauart so zu finden. Und wenn man sie direkt nebeneinander hält, erkennt man auch ganz klar die Ähnlichkeiten in der Machart und auch die in Anführungsstrichen Problematik dieser Endlinks. Manche stört es, mich hat es noch nie wirklich gestört. Es ist mir auch so detailliert erst bei diesem Video aufgefallen. Insofern der Hinweis für jeden, der Perfektion sucht, wir haben hier ein kleines Problemchen bei den Uhren. So, und als nächstes würde ich gerne auf das Band als solches eingehen. Hierfür vergleiche ich dann die UX mit der Flight Engineer, denn beide haben ein perlgestrahltes Band. Rechts ist die UX, links ist die Flight Engineer. Ihr könnt sehen, beide haben das matte Finish und das matte Band, wobei die Flight Engineer etwas technischer wirkt durch die ganz planen Links und die Flight Engineer ein klein wenig aufwendiger durch die Phase, die in die Kanten geschnitten ist. Bei Sinn ist es schon das neuere Band mit den Innensechskantschrauben, das dickere, schwerere Band. Die Flight Engineer hat ein anderes Band mit Schlitzschrauben. Es ist etwas dünner und etwas leichter, was ich für leichtere und kleinere Uhren als angenehmer empfinde als das dicke, schwere Band. An der UX oder U1 ist das Band prima. An einer 104 oder 556 empfinde ich dieses Band schon zu groß und zu schwer. Sinn bietet nur noch diese großen, dicken Bänder an. Hier seht ihr die Bänder einmal im direkten Vergleich und könnt sehen, um wie viel das Sinnband tatsächlich dicker und massiver ist. Wie gesagt, zu UX, U1 passt es hervorragend. An der Flight Engineer mag ich das dünnere lieber.
Als nächstes möchte ich gerne einen genaueren Blick auf die Schließen werfen, denn auch hier gibt es signifikante Unterschiede, sowohl ganz objektiv als auch was mein persönliches Gefühl und meine persönlichen Präferenzen betrifft. Ja, das allererste, was auffällt, ist, dass die Ginon keinen Sicherungsbügel hat und dass sie deutlich kürzer ist als die Schließe von Sinn. Sinn mit dem Sicherungsbügel braucht da offensichtlich ein klein wenig mehr Platz. Die Ginon ist mit zwei Drückern ausgestattet und ist dadurch von der Oberfläche für mich etwas ansprechender, weil nichts die Oberfläche oder den Schriftzug stört. Zwei kurze Drücker und die Schließe öffnet sich problemlos. Der Faltmechanismus ist massiv, wie auch bei der Sinn, die sich aber zumal mit Handschuhen etwas schwerer öffnen lässt, dafür aber mir subjektiv ein größeres Gefühl von Sicherheit vermittelt, auch wenn die Ginon noch nie unbeabsichtigt aufgegangen ist. Hier könnt ihr die Schließmechanismen sehen, die Faltmechanismen, beides massiv, allerdings an der Bandanschlussstelle, hier bei der Sinn, zeigen sich doch kleine Unterschiede im Detail. Hier sieht das Ganze sehr massiv aus, es sieht nicht so aus, als wäre das Metall am Ende gebogen oder gefaltet. Bei der Ginon an der Anschlussstelle kann man sehen, dass das Metall etwas dünner ausläuft und um den Steg gebogen ist. Bei der Sinn sieht das etwas anders aus. Hier sieht es aus, als wäre es wirklich massiv und durchbohrt. Ich glaube nicht, dass eine der beiden Lösungen in der Praxis Probleme macht oder besser oder schlechter ist. Ich wollte einfach die Unterschiede der beiden Anstoßstücke hier aufzeigen. Ja, dann ist natürlich noch anzumerken, dass bei der Ginon keine Tauchverlängerung vorhanden ist, diese sich bei der Sinn wie üblich aber problemlos ausklappen lässt, sodass man diese Uhr mit der Schließe auch über einem Taucheranzug oder einer dicken Jacke tragen kann. Dafür hat die Ginon 4 Löcher zur Feinverstellung, was ich sehr angenehm finde, auch wenn ich fairerweise sagen muss, dass die bei der Sinn vorhandenen 3 Löcher mir persönlich bisher immer gereicht haben, um die Uhr ausreichend komfortabel an den Arm zu bringen. Beide Bänder sind sehr gut gemacht, sind qualitativ hochwertig, vom Anstoß her durchaus vergleichbar. Die Schließen sind unterschiedlich. Optisch gefällt mir die von Ginon etwas besser. Etwas sicherer fühle ich mich bei der Sinn. Wenn ich allerdings bedenke, dass das Sinnband 30%, 40%, 50% mehr kostet als das Band der Ginon, muss ich ganz subjektiv sagen, dass Ginon für mich hier der Gewinner ist, denn das Sinnband ist in meinen Augen keine 30%, 40% oder 50% besser, zumal mir auch die Optik des Ginon-Bandes mit der Faser an der Kante besser gefällt und etwas moderner, etwas frischer wirkt. Das Band der Sinn wirkt sehr toolisch, was natürlich hervorragend zu den Uhren passt. Das andere gefällt mir einfach subjektiv ein kleines bisschen besser, aber das ist Geschmackssache. Von der Qualität her geben sich die Bänder nichts, da ist eines meiner Meinung nach so gut wie das andere und es macht keinen Unterschied, welches Band man hat, wenn es um Sicherheit und Tragekomfort geht. Ja, ich hoffe sehr, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch etwas zeigen, was ihr so noch nicht gesehen habt. Lasst gerne eure Kommentare unten in dem Video und schreibt mir, was ihr sonst noch so sehen möchtet. Bis dahin, tschüss, euer Axel.